Herzlich willkommen zu 1000 PS TV mit der Street Win von Triumph Dauertest Teil 2. Wir haben jetzt schon den Flat Bretter Kit umgebaut und ich muss sagen, heute ist so dieser erste richtige Frühlingstag und es ist einfach göttlich gewesen. Ich habe heute relativ viel Freizeit, bin da mit dem Motorrad ein bisschen herumgefahren und ein fantastisches Gefühl, ein großartiges Gefühl. Jetzt bevor wir uns dem Umbau widmen, möchte ich noch zwei, drei Sachen nachtragen, die ich bei dem ersten Video vergessen habe. Das erste ist die Kupplung. Die Kupplung geht sehr leichtgängig, das finde ich großartig, weil, na, wer braucht eine schwergängige Kupplung? Ich meine, ich tat es schon, aber mir ist natürlich viel leichter, wenn du das mit einem Finger bedienen kannst. Und was mir zusätzlich irrsinnig taugt, da gibt es so ein Verstellrad am Hebel, dass das jetzt auf die unterschiedlichen Fingerlängen einstellen kannst. Das finde ich echt super. Es gibt eine Kleinigkeit, die ich nicht ganz so super finde, das kann man vernachlässigen, aber trotzdem im Sinne der Vollständigkeit möchte ich es gerne erwähnen. Wenn man ganz langsam in die Garage aufrollt, weil ich brauche natürlich eine Garage, weil wir haben schon drei oder vier Motorradeln pflattert und ja, das ist immer grausig, selbst wenn es jetzt Testmotorradeln sind, aber man hat ja trotzdem jetzt gerade bei diesen Dauertestmotorradeln hat man so einen starken Bezug, das ist ja mehr oder weniger, naja, das eigene Motorradl und wenn sie an das pflattern, das ist so ein ungutes Gefühl, das ist echt grauslich, auch wenn es versichert ist und alles, aber es ist ein Wahnsinn. Ja, nicht verzetteln, jetzt schon am Anfang. Und da habe ich eine Garage und da rolle ich dann mehr oder weniger jetzt halt ohne Motor, nachdem das Garagentier aufgegangen ist, rolle ich da ohne Motor runter und da hört man natürlich alles und leider dürft hinten die Bremsen dann so ganz leicht ein bisschen quietschen. Das ist komplett wurscht und beim normalen Fahren merkst du es nicht. Und trotzdem ist das so ein Geräusch, wenn ich sage, das perfekte Motorrad, dann würde ich sagen, na geh, das will ich nicht. Ich weiß allerdings, dass das ein irrsinnig großes Problem ist, wenn man das loswerden will. Dieses leichte Quietschen, weil das sind im Endeffekt irgendwelche Frequenzen, die sie dort aufschaukeln. Und das weiß ich von anderen Motorradfirmen. Da gibt es so Modelle, bei denen tritt das auf und es weiß keiner, warum das auftritt. Man kann dann experimentieren mit anderen Bremsbelägen und was auch immer. Aber letztendlich ist echt eine Glücksfrage, ob das dann, weil es ja immer leicht schleift, ob das dann jetzt halt diese genau diese Frequenz erzeugt, die ein bisschen quietscht oder nicht. Wie gesagt, es ist komplett wurscht und sobald man fährt, ist das auch weg, das hörst nie. Und trotzdem ist es was, wo ich sage, na, in einer perfekten Welt würde ich sagen, das nicht. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, wo die in der perfekten Welt ändern würde. Und das ist so, man hat dort bei dieser wunderschönen Armatur, hast drunter so ein kleines Display, so ein elektronisches Display. Und dort kann man verschiedene Informationen abrufen, wie zum Beispiel die Gesamtkilometerleistung, Trieb A, Trieb B, dann den Durchschnittsverbrauch, den aktuellen Verbrauch, die Uhrzeit, ja, und dann siehst du, ob die Traktionskontrolle eingeschalten ist, die kannst du auch ausschalten da, und das geht dort mit so einem Knopf, wo I wie Information oben steht, nehme ich an, oder Infodisplay, das kann man sich dann, ja, die Abkürzung, also die Verlängerung der Abkürzung kann man sich auswählen, wie man will. Und da kann man sich mit diesem I das ganz leicht diese Information abrufen, die einen halt jetzt besonders interessiert. Und bei mir ist es so, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, interessiert mich oft die Uhr, dass ich mir denke, Alter, ich bin extrem spät dran, ich muss jetzt wirklich andrucken, ich muss alle Schienen nehmen, ich muss links und rechts überall vorbei. Oder ich denke mir, das geht eh locker aus, muss ich nicht machen. Ja, deswegen in der Stadt sehr gern die Uhr. Was ich generell gern habe, ist dieser Trieb A, damit ich weiß, wie viel Kilometer ich schon mit dem Tank gefahren bin und wann das wahrscheinlich zur Neige geht. Wobei das sogar eine Anzeige hat für die Restreichweite, was mir auch sehr taugt. Nur, das kann ich mir einstellen, solange ich fahre. Und wenn ich dann die Maschine abstelle und wieder aufsteige, merkt sie die das aber nicht. Da hat sie leider kein gutes Gedächtnis und springt wieder auf diese Gesamtkilometerleistung zurück. Und diese Gesamtkilometerleistung ist aber gerade jene Information, die mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das
Ja, hin und wieder schaust du jetzt ein, na, wie viel bin ich schon gefahren? Bin ich schon 3000 gefahren oder 4000 oder aha, bin heuer schon 10.000 gefahren? Das schaust du hin und wieder an, aber nicht dauernd. Also, das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen anders programmiert. Aber wie gesagt, das ist eine komplette Kleinigkeit. Ja, und jetzt ist es so gewesen, dass es für diese Maschine, die mir serienmäßig wirklich schon sehr, sehr gut gefallen hat, gibt es die Möglichkeit von Triumph so verschiedene Inspiration Kits zu montieren. Ja, und ich habe mich für diesen Flatbretter Kit entschieden und habe allerdings, nachdem ich ja beim Umbau der T100, da habe ich ein bisschen was umgebaut und da habe ich mir gedacht, na gut, das kann ich ja selber, nachdem ich dort erstens wahnsinnig viel Zeit investiert habe und zweitens ich das halt leider, da ist halt wieder zutage gekommen, dass ich ein russischer Mechaniker bin. Bei uns daheim hat man das immer gesagt, wenn einer so grob schlechtig gearbeitet hat und das immer irgendwie zusammengefuscht hat, na, das ist ein Russ. Ja, und das ist, glaube ich, schon meine Bestimmung, diese russische Mechanik. Und das wollte ich aber nicht, weil ich will ja dann letztendlich, dass das alles brillant funktioniert und brillant ausschaut. Und ja, jetzt haben sie mir Gott sei Dank bei Il Moto einen Werkstatttermin gegeben und Triumph hat den Kit dorthin geliefert und dann haben wir das gestern umgebaut. Bei mir ist der Geschäftsführer von Il Moto, András Juhász. Servus, Fritz. Servus, András. Ich habe eine ganz große Freude, das hat mir jetzt der Georg bei euch in der Werkstatt umgebaut. Wunderschön umgebaut, finde ich großartig. Der Sitz, die gerade Sitzbank ist ein bisschen höher jetzt, da sitze ich dann besser. Und so von der Performance war ja serienmäßig schon sehr zufrieden. Jetzt gefällt es mir halt optisch mit diesen kleinen Blinker und mit diesen Performance-Auspuffer. Die haben natürlich auch einen würdigen Klang, legal, aber würdig. Da habe ich jetzt eine große Freude. Und wie schaut denn das aus mit der Nachfrage von der Spritwin? Wird das nachgefragt? Oh ja, das ist echt super. Mit der sind wir sehr, sehr zufrieden. Die nächsten vier, was wir kriegen, sind alle verkauft. Die werden wir die nächsten zwei Monate ausliefern. Jetzt anschließend, die was kommen, kann man dann quasi wieder eine haben. Das heißt, das geht vorbestellt, anders geht es nicht. Das ist unglaublich. Weißt du, a priori hätte ich das nicht geglaubt, weil es sind doch nur 55 PS. Stimmt natürlich mit den 80 Newtonmeter, das ist natürlich ein Argument. Aber trotzdem, dass das so ein Reißer ist, noch dazu, wo ja Triumph jetzt auch ein viel mächtigeres Retro-Bike bringt, diese T120 und die na, Thruxton und Thruxton R. Wie schaut da das Verhältnis aus? Wollen die Leute eher die Street Win oder wollen sie eher das Größere? Das ist unterschiedlich. Das ist momentan, wollen sie alles. Alle drei. Ja, wirklich, je nachdem. Aber das sind zwei verschiedene Klassen, die Street Win oder die T120. Also die ist dann schon deutlich noch mehr ans drauf, die 120er und Thruxton genauso. Ja, ich, wie gesagt, ich habe mich für diese Streetwin entschieden. Ich habe mir gedacht, na, das ist für mich gerade ideal. Und ich muss sagen, bis jetzt gefahren bin, habe ich auch wirklich große Freude. Und ich bin auch sehr zufrieden. Also für diese Anwendungen, wo ich es habe, Stadt und ein bisschen Überland, macht mir das einen ganz großen Spaß. Es ist ein würdiger Auftritt. Und was vor allem ganz super ist, das wird bei den anderen auch sein, dieses Ride-by-Wire, den Motor haben sie wunderbar abgestimmt und das hängt einfach großartig am Gas. Aber das war schon, wie soll ich sagen, das, mit sowas kann man nicht unbedingt rechnen. Oder hast du damit gerechnet, dass das so wunderbar funktioniert von Anfang an? Überhaupt nicht. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es natürlich zum Vorgängermodell einen gewissen Hype geben wird, aber dass das Motor wirklich so schön ist, so glatt zum Fahren ist und das ganze Fahrwerk, das lässt sich bewegen, das ist enorm. Und das, was du gesagt hast, das stimmt vollkommen. Also in der Stadt erst da merkst du eigentlich die Vorteile. Das ist wendig, das ist gigantisch. András, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich werde jetzt aufsatteln und fahren. Ja, viel Spaß. Danke, gell? Wie wir das zusammengebaut haben, beziehungsweise wie der Georg das zusammengebaut hat und ich zugeschaut habe, interessiert zugeschaut natürlich. Und da ist mir schon aufgefallen, ich meine, bei diesen LED-Blinker, wenn die jetzt montiert sind, schaut es aus, Weltklasse, muss ich wirklich sagen, und sie funktionieren auch super und es schaut echt besser aus wie das Original, nur es ist schon eine mörderische Hacken, bis die oben sind, diese Blinker, weil du nimmst dort, musst den Scheinwerfer abnehmen und was ich natürlich auch nicht gewusst habe, hinter dem Scheinwerfer, na da ist ein Kabelwerk, das ist ein Wahnsinn, sie haben sie super gelöst, weil sie so mit einer Kunststoffwanne haben sie diesen
ich sage jetzt Kabelsalat, das ist kein Kabelsalat, das wird schon seine Ordnung haben, oder für mich ist das ein irrsinniges Kabelchaos, also ich würde mich da nie durchblicken. Und das ist dort mehr oder weniger hinten drinnen. Und ich selber, wenn ich das aufschraube und das sehe, na, dann kriege ich schon einen Nervenzusammenbruch. Denke mir schon, Alter, ich fahre ohne Blinker. Oder wer braucht ein Licht? Der Georg hat das alles super gemacht, wobei man schon sagen muss, der Blinkerumbau allein, na, das ist schon eine Stunde. Eine Stunde Arbeit, wenn es jemand kann. Also ich selber hätte wahrscheinlich 3 Stunden zusammengelegt und es hätte nicht funktioniert. Wobei ich sagen muss, das hat mir schon sehr, sehr taugt, weil das sind jetzt LED-Blinker und das passt ja dann meistens mit dieser Blinkgeschwindigkeit nicht und da muss man das Relais im Relais dann das Intervall einstellen, also irgendwas, was mich komplett überfordern würde. Und das ist zum Beispiel bei dieser Streetwind ganz, ganz leibend, weil du drückst auf diesen Informationsknopf, da gibt es eine Tastenkombination und dann erscheinen diese 2 Blinkgeschwindigkeiten und du nimmst einfach die für den LED-Blinker. Boah, echt super, hat mich irgendwie fasziniert, das ist fast gewesen wie Plug and Play. Allerdings vorher, bis das montiert ist, war es nicht ganz Plug and Play. Naja, und dann diese gerade Sitzbank, die hat mir sehr gefallen auf die Fotos und haben mir gedacht, das ist ganz, ganz leibend. Und so ist es auch. Das ist wirklich was Lässiges. Das finde ich, passt der Maschine irrsinnig gut. In meinem Fall, was mich sogar noch freut, jetzt habe ich ein bisschen, ich glaube, die Sitzhöhe wird schon 5 cm höher sein und das passt mir eigentlich noch besser. Also, das ist jetzt dann schon sehr, sehr leibend, finde ich. Da sitzt jetzt halt richtig gut oben. Ich meine, mir hat auch diese Originalsitzbank hat mir auch gepasst, aber diese, dadurch, dass es jetzt 5 cm höher ist, das ist schon sehr, sehr leibend. Jetzt der komplette Ästhet, der so ein irrsinnig gutes Gefühl für Proportionen und Distanzen hat, der wird vielleicht sagen, ja, aber durch diese gerade Sitzbank ist ja da unten jetzt ein bisschen ein Freiraum, der mit der Originalsitzbank irgendwie schöner abgedeckt ist. Und da gebe ich ihm recht, das stimmt, mit dieser Originalsitzbank ist die Linie dort harmonischer und der Zwischenraum natürlich nicht gegeben, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr leibend und ich selber nicht unbedingt auf diese gerade Sitzbank schwenken. Was dann ein bisschen eine Enttäuschung war, war das Heck, weil mir hat schon dieser Original-Kotflügel und auch das Rücklicht hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gefunden, das passt irrsinnig gut. Und habe aber dann auf den Bildern, habe ich mir trotzdem gedacht, naja, aber wenn du dieses gerade Sitzbankel hast und dann geht mehr oder weniger hinter dem Rücklicht kleines Kennzeichen ab, na, das schaut schon scharf und fetzig aus. Allerdings dürfte es nicht ganz legal sein. Und jetzt ist dieser Umbau-Kit fürs Heck. Es ist zwar oben jetzt mit dieser Blink und mit dem Rücklicht irrsinnig schlank und wirklich leimend, aber das Kennzeichen darf natürlich jetzt nicht gleich hinter dem Rücklicht runtergehen, sondern da ist noch so ein, naja, so ein Kunststoffteil, was halt das Kennzeichen in eine Position bringt, in eine legale Position bringt und möglicherweise auch ein bisschen, wenn es dann regnet, ein bisschen an Spritzschutz liefert. Wie gesagt, gestern, wie wir es montiert haben, war ich fast ein bisschen unglücklich und haben mir gedacht, nein, ich weiß nicht, ob mir das hundertprozentig taugt. Heute, wie ich dann in der Früh runtergekommen bin, habe ich mir gedacht, nein, das passt ja eigentlich eh sehr gut, das ist eh fesch. Und das ist es auch. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, ob ich da im Laufe der Saison nicht dann doch so eine illegale Lösung mache, wo ich da mit dem Kennzeichen runterfahre. Weil, ich meine, ja, das mit dieser Legalität, das ist halt so, also ich kann das selber vor mir und meinen moralischen Ansprüchen, kann ich das wirklich rechtfertigen, dass ich sage, das ist so viel leibender, das gefällt mir viel, viel besser und ich schaue ja niemanden damit. Also ich meine, um Himmels Willen, lasst mir das Kennzeichen so montieren und wenn es dann unbedingt wollt, dass ich dafür eine Strafe zahle, na dann zahle ich es euch halt. Aber ich meine, warum soll man sich da so schikanieren lassen? Andererseits muss ich schon sagen, es ist ein gutes Gefühl, wenn man mit sowas fährt und man weiß, selbst wenn man jetzt in eine Kontrolle kommt, wo der pingeligste aller pingeligen Typen ist, na, da kann sich brausen, weil das alles zugelassen ist und alles legal. Also, ja,
Das ist ein gutes Gefühl. Und so ist es auch mit diesen Auspuffe, weil auf die Auspuffe, diese Vincent Heinz Performance Auspuffe, da habe ich mich schon gefreut, weil mir hat schon der serienmäßige Klang von dieser Street Twin auch getaugt. Aber ein bisschen ein schärferer Klang ist immer super. Ein Motorradl, das ist was Scharfes und so wie das fährt, man kann es auch wirklich sportlich fahren und da ordentlich Feuer geben, na, dann darf es auch ein bisschen klingen. Und das stimmt tatsächlich, das machen diese Auspuffe. Und da, bei den Auspuffe, ist halt für mich wirklich leibend, dass die legal sein, weil legal heißt, wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist oder auch am Wochenende irgendwo draußen, wo halt die ganzen Leute in ihre Wochenendhäuseln sitzen, na, dann bist du keine Belastung und du hast aber trotzdem einen leibenden Sound. Also, das finde ich super. Und sie, jetzt gerade wenn du im Lastbereich bist, wenn du auf Zug bist und den Motor ein bisschen auswindest, na, das ist ein sehr leibender Klang. Ein sehr leibender Klang und den ich mit ganz ruhigem Gewissen genießen kann, weil ich weiß, na, das ist absolut serienmäßig. Was natürlich dazu kommt, da habe ich auch gestaunt. Jetzt montieren sie diese Auspuffe, der Georg montiert die Auspuffe und ich denke mir schon, boah, das ist ganz leibend, weil nämlich auch wenn du reinschaust, die sind einfach hohler. Da geht einfach das Loch irrsinnig weit rein, wie so ein Schlund. Und dann ist noch so ein Riffel, so eine geriffelte Wabe drinnen. Also, das hat mir echt taugt, super taugt. Ja, und früher hast du dann müssen, naja, jetzt halt den Vergaser abstimmen oder ja, eigentlich herumfuhrwerken, damit es dann mit der Motorsteuerung gescheit passt. Und heute ist es so, na, da stecken sie ein Kabel an. Das Kabel verbinden sie mit einem Computer, da ist dann diese Original-Triumph-Software und da klicken sie dann auf irgendwas drauf, Vincent Heinz Performance, dann drückt auf den Knopf drauf, dann ist die Maschine dort verbunden wie mit einer Nabelschnur und dann rinnt diese Information dort rein in das Steuerkastel und wenn sie angekommen ist, schaltet sie das ganze Ding ein, wie wenn es lebend ist. So. Also, es hat mich eigentlich fasziniert und erheitert hat es mich auch, weil es wirklich spässig ist. Nicht? Weil für mich hat an und für sich jetzt ein Motorradl, das ist ja der Gegenentwurf einer Welt, also der Gegenentwurf zur Welt der Computer. Das ist was Echtes, das hast du in der Hand, das ist Eisen, Stahl, Blech, ein bisschen ein wilder Gummi, fährt irrsinnig wild, Verbrennungsmotor, der explodiert es da drinnen und dann hast du halt diese Welt, diese Mikrowelt mit dem Computer. Und offensichtlich ist es jetzt aber schon so, dass sie diese Welten immer stärker angleichen. Für mich selber ist das Motorradfahren aber immer noch jetzt ein kompletter Ausgleich zu dieser Mikrowelt, die ich natürlich auch sehr stark nutze, in der ich so, sehr stark drinnen bin. Bin natürlich auch im Facebook volle Granate. Schau mir die Videos an, bin ja schon am Handy, bin ja echt ein Smartphoner geworden, also da ist schon was passiert und trotzdem ist halt diese Welt, diese mechanische, wüde, echte Welt, wo halt der Körpereinsatz nur an Sinn halt, wo die Luft spürst, wo den Fahrtwind spürst, wo du riechst, ob der Bauer, was der jetzt da gerade reingehaut hat in den Acker, na, die ist mir halt schon, die ist mir wirklich extrem wichtig. Und so ein Tag wie heute, wenn du dann auf dieses Motorrad aufhockst und dann fährst, na, das ist unbezahlbar. Das ist so ein leibendes Gefühl und das kann man eigentlich mit nichts anderem vergleichen. So, jetzt habe ich mich wirklich verzettelt, was hätte ich denn noch sagen wollen oder müssen. Es gibt, unten hätte es noch gegeben, so einen Motorschutz oder einen Ölwannenschutz. Den habe ich aber nicht montiert, weil ich, das war mir irgendwie zu viel Aufwand für gar nichts. Weil ich meine, ich fahre jetzt nicht im schweren Gelände mit dem Motorradl, sondern ich fahre auf der Straße und da gibt es keine solchen wahnsinnigen Schlaglöcher oder so riesige Steine, dass man unten die Ölwannen aufsitzt. Jetzt habe ich das ad acta gelegt und habe das lassen. Ja, okay, Freunde, ich habe einfach eine riesige Freude damit. Es ist absolut Weltklasse, beste Entscheidung, super. Es wird eine großartige Saison, genau. Und damit die Saison wirklich großartig wird, werden wir jetzt noch ganz kurz, das ist nämlich wirklich wichtig, dem
God of Speed, dem Gott der Geschwindigkeit, werden wir noch kurz ein Rauchopfer darbringen, weil das ist einfach eine sinnvolle Maßnahme. Es kostet nicht wahnsinnig viel Gummi, aber es bringt halt wirklich sehr, sehr viel. Das ist natürlich wirklich ein Traum, weil das ist jetzt das Beispiel, dass die Traktionskontrolle arbeitet. Und jetzt werden wir aber schauen, wie das ausschaut, weil die Traktionskontrolle kann man ja ausschalten. Weil das war jetzt schon sehr, sehr leiwand, dass ich das... So, Traktionskontrolle off. Jetzt kriegt der Gott der Geschwindigkeit sein Opfer. Aber jetzt...